Das wird schon wieder. Ist eine Flaute, ganz normal im Geschäftsleben. Hier, das wär's doch. Junger Mann zum Mitreisen gesucht. Schiffsschaukelbremse oder was? Ist ja wohl eher deine Kategorie. Ich finde das alles nicht so witzig. Wir brauchen neue Aufträge, sonst weiß ich wirklich nicht, was wir machen sollen. Vielleicht solltest du dir lieber einen Nebenjob suchen, großer Meister. Nimm ich schon einen. Ja, da muss Julia eben ran. Gibt eine Menge schöne Jobs für junge Frauen. Hör mal hier zum Beispiel. Club Chantal sucht nette Mitarbeiterin. Sag mal, was ist das eigentlich für ein Job, wo du dich da vorstellen gehst? Man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall 14 Mark die Stunde. Also ich pack's. Tschö. Ist doch alles Mist irgendwie. Sag mal. Hast du denn mal ein bisschen rumtelefoniert? Was meinst du, was ich den ganzen Tag mache? In die Luft gucken und nichts tun? Ich denke, du hast so bombenmäßige Connection. Hast du denn was rangeschafft? Nichts hast du rangeschafft, also spiel dich nicht so auf. Da stellt man mal eine nette kleine Frage und schon ist die nette kleine Chefin sauer. Und du sitzt auf deinen netten kleinen Hintern und wartest, bis irgendwas passiert. Gib dir mal Mühe, so wie Eddie. Komm, auf die Nummer kann ich nicht ablassen stecken, ey. Kann ich echt nicht drauf ab. Sie brauchen sich doch nicht zu streiten. Es ist halt eine angespannte Situation. Der hat doch angefangen zu streiten. Sie fängt doch immer an. Der mault doch nur rum und wartet, bis er endlich gemütlich Feierabend machen kann. Aber daraus wird nichts. Und was bitteschön soll das heißen? Die Flansche sind noch draußen. Wir haben zwar wenig zu tun, aber das ist nicht Grund genug, bei den Aufträgen rumzutrödeln. Kaczynski, ich lass mich von dir nicht so abservieren. Und ich lass mich nicht verarschen. Mach dir auf die Socken, Kaczynski. Wir haben einen Auftrag, Kaczynski. 28.000 Alu-Flansche nach Meppen, Kaczynski. Mach die mal nützlich. Oh Mann! Hier, aber hebt ihr keinen Bruch. Sind bestimmt 7 Kilo. Ja, ja, die Frau Hensmann macht nur Fehler. Und der Kaczynski hat immer recht. Mein Gott, ich habe mich nur verlesen. Stell dich nicht so an. Augenblick mal, wer stellt sich denn hier an? Wir hängen total durch, Mann. Und du nimmst Aufträge an, die uns nur Miese bringen. Wer bitteschön stellt sich hier an? Sag mal, wie redest du eigentlich mit mir? Hast du sie nicht mehr alle? Moment mal, wer hat sie hier nicht alle? Hier steht klar und deutlich, 28.000 Aluflansche, Gewicht pro Stück 0,25 Gramm. Wer hat sie hier nicht alle? Na ja, vielleicht... Pass mal auf, ich habe heute Abend schon mal vor und ich lasse mir den Abend nicht versauen. Nicht von den drei Schrauben da. Ich fahre heute Abend nicht mehr nach Meppen. Hat Zeit bis morgen. Hau doch ab, du wirst schon sehen, was du davon hast.
Kann ich die mal haben? Ist nicht meine. Kannst du behalten. Kaczynski. Du hier und ich in Hollywood? Was ist denn passiert? Ich komm, lass stecken. Tipp. Nee, danke, du. Heute brauche ich Geld. Wo geht denn das nächste ab? Berlin-Hoppegarten. Ja, dann mach mal Hopp. Mach mir mal eine Zweierkombi mit 3 für 10 Mark auf 3, 5 und 7. Was ist denn das für eine Krücke? Ambrosi, habe ich noch nie gehört. Dann pack mir mal noch 100 auf Sie. Hast einen guten Riecher. Die Außenseiter gehen nicht schlecht heute. Ja, deswegen bin ich ja hier. Letzte Woche, ja, war ich auf dem Platz, ne? Jetzt guck ich so, mein Schuh ist offen, ja? Ich beug mich runter, will den Schuh zumachen, kommt von hinten einer angerannt, schmeißt mir den Saulamm. Ey, du musst jetzt fragen, was ich gemacht habe. Mann, nerv mich nicht. Dritten Platz! Jede Schlussbogen hat Capcio Luca das Kommando vor Hermes, dann außen Ambrosia, dahinter war noch... Ach, Kaczynski! Alles klar? Ambrosia? Hennes, ja, Ambrosia. Auf dem Boden? Meinst du, das läuft? Ich merke ja gar nicht, guck mal, wie der läuft. Gott, Vertrauen ist alles, ne? Guck mal, wie der kommt, guck mal, wie der kommt. Guck mal, der läuft doch, der läuft doch, komm! Komm, bring dem Papa die Mücken, komm! Ah, wieder geht er, wieder geht er, komm! Komm, 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 noch ein bisschen! Komm, gib Gummi, jawohl, ja, komm, guck dir den an, guck dir den an. Komm, komm schon wieder, komm, komm. Capture Luca Ambrosia, Capture Luca Ambrosia. Das wird nichts, aus und vorbei. Capture Luca gewinnt vor Ambrosia. Dritter wird noch Velvet Flo. Mann, das war eine halbe Länge. Ja. Ja. So, bleib mal noch hier. Jetzt kannst du was lernen. Ich hab ein paar Asse im Ärmel. Jetzt geht alles auf Karussell. Karussell? Was ist denn für ein Name für ein Pferd? Ist ja egal. Kleine Wette unter uns? Na gut, sagen wir ein Huni. Huni geht nicht. Ich hab nur Tausender. Ist mir doch egal, wie du dich ruinieren willst. Tausender, ist gut. Tausender. 1, 2. Ja, ich sag's Ihnen. Der Mann ist fertig mit dem Laden. Der ist am Ende. Da steht jeden zweiten Tag der Gerichtsvollzieher vor der Tür. Ja. Nein, nein, ich meine, Sie können natürlich weiter mit dem Geschäfte machen, wenn Sie wollen, wenn Sie das Risiko eingehen wollen. Aber ich an Ihrer Stelle, ich würde mir eine andere Spedition suchen. Julia. Ja. Ja. Nein, nein, das verstehe ich doch. Ich verstehe das. Ich meine, woher sollen Sie es auch wissen? Aber jetzt mal unter 4 Augen. Der hat doch tatsächlich seinen Fahrern gesagt, die sollen sich einen Nebenjob suchen, wenn sie Geld brauchen. Ich meine, das sagt doch wohl alles. Hm? Passen Sie auf, überlegen Sie sich mein Angebot, ja? Ja? Gut. Ich bin immer für Sie da. Rufen Sie mich zurück? Ja, gut, danke. Gut, wiederhören, tschüss. Sowas sollten Sie nicht tun, das ist unredlich. Sowas hat Ihr Vater nie nötig gehabt. Aber Frau Möller, wir leben doch nicht mehr in den goldenen 50ern, wo die Wagen von alleine rollten. Trotzdem. Trotzdem war's, Frau Möller. Ich kann darauf keine Rücksicht mehr nehmen. Was für einen Job hat Eddie denn? Nicht gesehen. Kennen Sie mich nicht mehr? Justov, Hermann Justov. Stimmt, das ist schon so lange her. Ich habe Sie gar nicht wiedererkannt. Hallo. Ich war gerade hier in der Gegend, wollte mal sehen, wie es Ihnen so geht. Das ist nett von Ihnen, aber zu sehen gibt es hier leider nicht viel. Ich sage immer, eine Firma muss im Kern gesund sein. Der Rest regelt sich von selbst. Und außerdem, ein bisschen Understatement ist gar nicht so verkehrt. Ich weiß nicht. Vielleicht, wenn man sich eine Schweizer Uhr kauft. Das mit Ihrem Vater tut mir sehr leid. Ich hoffe, Sie sind inzwischen geschäftlich über den Berg.
Naja, wie soll ich sagen? Momentan wäre ich über jeden Auftrag dankbar. So schlimm wird es wohl nicht sein. Ne? In den 30 Jahren, in denen ich mit Ihrem Vater Geschäfte gemacht habe, kam der immer mit irgendwelchen Rostlauben vorgefahren. Der machte Millionen Umsätze und wirkte wie ein Arbeitsloser. Naja, Millionen Umsätze hat wenig zu sagen. Millionen Gewinne, das ist was anderes. Ich bin mich geschlagen. Haben Sie trotzdem einen Moment Zeit für mich? Klar. Ein Bier? Hm? Naja, ich weiß ja nicht. Sie haben mir doch gesagt, Sie können alles fahren. Schon. Wie lange haben Sie einen Führerschein? 7 Jahre. Unfälle? Ja, sehe ich so aus, was soll denn das? Und stellen Sie sich mal nicht so an, das ist eine ganz normale Überführung. Einmal Hannover und zurück. Ich gebe Ihnen 16 Mark die Stunde. Wo brennt's denn? Sagen wir mal, eine dringende geschäftliche Angelegenheit. Damit eins klar ist, wenn Sie meine Spedition kaufen wollen, ich verkaufe nicht. Ich will nicht Ihre Spedition kaufen. Ich habe ein Problem und suche jemanden, dem ich vertrauen kann. Und, worum geht's? Haben Sie Hunger? Darf ich Sie zum Essen einladen? In der Zielgeraden. Er kommt doch, er kommt doch! Bremen Vorsprung gelöst, doch die Verfolger machen. Ja, hau ihn! Außen kommt vor allem. Jetzt kommt er. Guck mal, wie der die Gerade kommt. Was machst du denn da? Kommt angeflogen, Karussell wird kürzer. Scheiße! Ist das schön! Es ist ein richtig schöner Tag heute, weißt du? Ein richtig... Wir sollten das öfters treffen. Ja. Alles ja. Das ist ja Hennes hier, wer sonst? Ja. Ja. Und, hast du? Packst bei den anderen 40.000 mit bei. Alles klar. Okay. Jo. Ich glaube, das war es jetzt hier auch so ziemlich, ne? Wieso kommt nichts mehr? Läuft denn nichts mehr im Opergarten? Ausgehoppelt. Nur noch Paris. Pariser war ich schon mal. Kenn ich jeden Stein in Paris. Du kennst da sowieso alles. Weißt du was? Schade, dass du kein Pferd bist. Könntest du da laufen? Du hast wohl noch nicht genug verloren, wa? Hast du ein Pferd? Ich weiß nicht, läuft der wie heißt der, Liquidator, läuft der heute? Ja, der Rennen. Ist gekauft. Weißt du was? Das halte ich. Doppelter Einsatz? Kann gar nicht doppelt genug sein. Ja, irgendetwas ist faul in der Justov KG. Es gibt, sagen wir mal, Unregelmäßigkeiten. Schwund, Schmuh, wie immer man das nennt. Aber ich komme nicht dahinter. Ich bin viel unterwegs, ich bin Kaufmann und kein Spediteur. Außerdem haben wir auf EDV umgestellt. Und davon verstehe ich auch zu wenig. Mir fehlt einfach der Überblick. Die Leute klauen ja nicht das Lager leer. Hier ein paar Kacheln, da ein paar Sack Zement. Auf die Dauer ist das lebensgefährlich. Und Sie haben niemanden, der sich darum kümmert? Solche Probleme gab das früher gar nicht. Man nahm einen Lastwagen, packte ihn mit Badewannen voll und das war alles. Nee, also so geht das nicht. Am besten ist es, wenn ich mal ein paar Tage bei Ihnen im Lager arbeite und ein bisschen fahre, kriegt man eine Menge mit. Mit so viel Entgegenkommen hatte ich gar nicht gerechnet. Ich habe gerade etwas Luft, also das heißt, ich habe eigentlich momentan gar nichts zu tun. Schön. Noch etwas, es wird besser sein, wenn niemand weiß, dass ich Sie sozusagen einschleuse. Sag mal, hast du mal Feuer für mich? Hast du Probleme oder was?
Wow, nicht so grob, Mann. Mensch, stell dich nicht so an, du Memme. Ist immer noch diese Kluft, Mann, ey. Ist ja wenigstens mal die Sonnenbrille aus. Ey, ich war auf einer Beerdigung, da trägt man sowas. Immer. Für einen Kerl wie dich müsste es eigentlich ganz andere Jobs geben. Warum gehst du nicht ins Parkstadion? Die brauchen immer welche zum Tribüne fegen. Da gehe ich lieber zu meiner eigenen Beerdigung, ey. Da kannst du für. Richtigen Anzug ist ja schon dafür. Steht dir gut. Ich glaube, du hast deine wahre Bestimmung gefunden. Von wegen, hey. Ich bin in der Kluft bei meiner Oma aufgetaucht. Die ist verschreckt fast tot umgefallen. Ist ja gut. Ein bisschen mit Zartgefühl, ein bisschen Vorsicht. Hey, mach's dir doch selber, Mann. Wer bin ich denn? Ja, genau. Wer bist du eigentlich? Sag mal, ist das so hell hier oder meine ich das? Eine scharfe Sonnenbrille hast du da. Kann ich mir die mal ausleihen? Das ist ja meine. Na, endlich. Die brauche ich. Fange gleich an zu rechnen. Weißt du, wo Julia steckt? Woher soll ich da denn wissen, Mensch? Ist wahrscheinlich noch sauer wie die Gäste. Oh. Wissen Sie vielleicht, wo unsere Chefin sich gerade befindet? Bei mir meldet sich schon lange keiner mehr ab. Musst du eigentlich immer so ein Grobian sein, wenn immer was dagegen fährt, ey? Was war denn gestern Abend so wichtig? Da geh ich einen Scheißdreck an. Komm, massier mich noch ein bisschen. Vergiss es. Dann frag mal einen kleinen Gefallen. Mach dich doch mal ein bisschen nützlich. Wofür wirst du eigentlich bezahlt hier? Na eben. Ich werde überhaupt nicht mehr bezahlt. Abgesehen davon muss ich noch eine Fuhre fahren. Sag doch mal der Julia, sie soll ein paar neue Aufträge ranholen. Ich kann Särge nicht mehr sehen. Tschö. Tschüss. Für mich gibt's auch nichts mehr zu tun. Ich hab schon alles von rechts nach links und von links nach rechts geräumt. Wenn Sie sowieso noch im Büro bleiben, bin ich jetzt auch weg. Wollte mal beim Training vom Schalke vorbeischauen? Die neuen Spieler sind da. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Das möchte ich doch überhört haben. Eddie! Warten! Gut, dass du da bist. Sag mal, wo fährst du denn als nächstes hin? Hannover, wieso? Hannover ist klasse. Da kommst du ja quasi in Meppen vorbei. Meppen? Jo, Meppen. Kannst mir einen kleinen Gefallen tun. Hier sind 28.000 Flansche. Ich nehm sie mit nach Meppen. Das mach ich nicht. Das ist ein totaler Umweg. Da kannst du selber wegfahren. Hör zu, ich halte nicht gerne Vorträge, verstehst du? Aber in Zeiten der Not, da müssen wir alle ein bisschen zusammenrücken, Eddie. Da kannst du nicht nur an deine Geschichte denken, da musst du auch an unsere Geschichte denken. Ich mach das aber nicht. Ich hab schon Kundschaft. Jungs, wir fahren noch kurz in Meppen vorbei. Irgendjemand war dagegen? Keiner war dagegen, alles klar. Also, ab dafür.
Ja, hier ist der Hennes. Ah, Hennes, Junge, was kann ich für dich tun? Folgendes. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich. Du hättest ja im Moment einen Haufen Arbeit am Hals, so. Erinnerst du dich an Liquidator? Ja. Ich war so weit vom Besoffen, ich weiß gar nichts mehr. Die gute Nachricht ist, der Gaul ist als erster durchs Ziel gegangen. Die schlechte Nachricht ist, der Jockey hat einem mit der Peitsche gegeben. Ein Kollege ist disqualifiziert worden. Ja, guck mal, Alter, du kannst einem gehen. Wie gewonnen, so zerronnen. Ich war derart besoffen, mir ist heute noch ganz schwindelig. Du. Sag mal, kann ich dich zurückrufen? Pass auf, ich mach's ganz kurz für dich. Ich krieg noch Geld von dir. Wie viel? 7 Millionen. In Worten 7. Alles klar? Oh, Scheiße. Am besten ist, du machst dich jetzt mal locker auf die Socken und machst mal ganz schnell, dass du rüber zu mir kommst. Du, heute ist ganz, ganz schlecht. Wie wär's mit morgen? Morgen? Wann? So, sagen wir um 11 Uhr komme ich zu dir in Hackepeter, okay? Tschüss. Guter Geschäftsmann. 30 Jahre lang. Und zum Schluss hat er Mist gebaut. Und das ist das, worüber die Leute reden. Alles andere interessiert mich. Was soll ich dazu sagen? Nichts. Da gibt es nichts zu sagen. Für mich war es ein feiner Kerl. Mich hat er nicht betrogen. Das ist genau das, was ich nicht hören wollte. Entschuldige Sie, Julia. Ist schon okay. Und wann soll es losgehen? Sie fangen morgen in der Auslieferung an. Sie machen ein Praktikum von der Handelsschule aus. Gut. Und was wird mit Ihrer Spedition? Da brauchen Sie sich keine Sorgen zu machen. Es macht nichts, wenn ich ein paar Tage weg bin. Müssen Sie selbst wissen, Julia. Stimmt. Sagen Sie mal, Julia, wenn Sie jemals die Lust verlieren sollten an dem, was Sie da machen in Ihrer Spedition, dann... Dann was? Ich wollte Ihnen nur sagen, Sie können jederzeit bei mir anfangen. Denken Sie darüber nach. Das ist nett. Na? Ist das was Ernstes oder nur körperlich? Du spionierst mir nach. Ich hab hier zu tun, wie du siehst. Wer war denn der Typ? Das ist ein Geschäftsfreund meines Vaters. Der hat eine Firma für Sanitätszeug. Echt? Ist doch klasse. Und wann fahren wir heute für den? Im Moment noch nicht. Was heißt im Moment noch nicht? Ich bin dran, okay? Na, wie nah dran? Was musst du denn machen, damit wir ein paar Waschbecken für den Typen fahren dürfen? Alles. Na dann, viel Spaß. Kannst du mir, kannst du mir 7.000 Mark leihen? Spinnst du? Bist du faul, ein kleines Paket zu fahren, aber mich dann anpumpt nach der Szene gestern? Also ich war ein bisschen nervös, du bist auch manchmal ein bisschen nervös, nur für ein paar Tage. Zieh die Schuhe aus. Ich bin ja gleich wieder weg. Ist ja gut, such dir einen Job wie Eddie, Mann, ich hab keine 7.000 Mark. Woher soll ich denn 7.000 Mark haben, hä? Du hast keine 7.000 Mark? Nein.
Brescher! Ja! Ja! Ich hab verstanden. Tickt ja wohl nicht richtig. So sind sie eben, die Typen, die können nicht anders. Ich kann schon anders. Hör mal, Julia, wenn das nächste Mal kommt, dein Verlobter, ne? Soll ich Schuhe ausziehen? Ja! 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 Der weiß doch, wie das in der Firma aussieht. Und dann will er noch nicht mal eine Fuhre fahren, die ich ihm gegeben habe. Boah, ist das ein Idiot. Der macht nur das, was ihm durch den Kopf geht. Und dann, weißt du, was mit Eddie ist? Der nimmt sich einfach so mal eben einen Nebenjob. Aber ich denke, du hast ihm gesagt, dass er... Hm? Na klar. Aber ich meine, der kann sich doch in seiner Freizeit mal Gedanken über die Firma machen. Sag mal, Julia, was willst du jetzt hören? Dass alle Männer Verbrecher sind? Nein. Jetzt reg dich nicht so auf. Ich reg mich aber auf. Das ist doch immer dasselbe. Die halten sich nun mal für die Größten. Zumindest wollen sie, dass du sie dafür hältst. Das ist doch alles scheiße. Ja, und zur Belohnung darfst du sie dann bemitleiden. Oder du leihst ihm 7000 Mark. Oder du trägst ihn am besten gleich in den Hintern hinterher. Weißt du, wenn ich Kaschinski den Hintern hinterher trage, dann habe ich ganz schön zu schleppen. Ach, Kaschinski. Jetzt hätte mir bald Sorgen gemacht. Aber du weißt Bescheid. Spielschulen sind Ehrenschulen. Hör mal, Hannes. Jetzt haben wir erstmal Zeit. Eiche, tiefer du. Jetzt hör mal zu, Hannes, ich muss mit dir reden. Ja, sicher musst du mit mir reden. Mit mir kann man auch reden. Aber erstmal das Geschäftliche. Jetzt legst du erstmal die Kohle hier hin. Und dann können wir den ganzen Tag reden. Ich hab das Geld nicht. Was? Ich hab keine müde Mark mehr, Mann. Was heißt das? Das heißt, kann ich dir sagen, was das heißt? Das heißt. Was willst du? Willst du eine Kreditlinie? Willst du Ratenzahlung? Sehe ich vielleicht aus wie eine Sparkasse oder was? Junge, sag was! Komm herzu, du kriegst deine Kohle, aber gib mir ein paar Tage Zeit. Und wenn ich keine paar Tage Zeit hab? Nee. Du legst die Kohle hin und sonst gar nichts. Komm, Henne, ist jetzt ja auf, du kennst mich doch. Ich denke, du hast eine Spedition, oder was? Erstens ist es nicht meine Spedition und zweitens läuft es zurzeit nicht so wahnsinnig toll, aber drängt sich wieder ein. Kaschinski, du kennst mich. Du weißt, ich habe ein gutes Herz. Und deswegen gebe ich dir jetzt auch eine Chance. Ich habe da im Speditionsbereich gerade zu laufen, ja? Da könntest du deine Schulden abarbeiten. Wie soll das gehen? Ja, das ist schon meine Basis. Jetzt pass auf. Jetzt lädt dich da Onkel Hennes erstmal lecker zum Essen ein. Dann können wir alles in Ruhe besprechen. Komm. Das ist nur, weil ja, die Schweine haben wieder einen Flasche weggenommen. Hab ich dir erzählt. Wie lange soll das hier dauern? 3 Wochen. Bin aber nicht so lange hier. Obwohl, es gefällt mir hier, so Lager und LKWs. Herr Justop hat gesagt, ich kann mir das hier für ein paar Tage mal alles angucken und später mal mit dem LKW mitfahren. Ja, dann guck mal. Ja? Ja? Ja, steht hier bereit. Ja, geht in Ordnung, ja. Kann abgeholt werden. Gelsenkirchen, Berger Friedrich 197. Gut. Wann werden die Autos denn geladen? 6 Uhr morgens, manchmal früher. Und was ist mit dem auf dem Hof? Der,
Der ist leer. Mit dem ist was nicht in Ordnung. Der muss in die Reparatur. Ich muss mal kurz weg. Ganz normal. Es wird festgemacht, wenn der Wagen losfährt. Wusste ich nicht. Jetzt wissen Sie es. Können Sie jetzt Frühstück machen, wenn Sie wollen. Okay. Jetzt pass mal gut auf, Junge. Ja. Da fährst du hin. Ist alles vorbereitet. Nimmst du den Wagen, fährst du die Adresse hier in der Karlstraße 5. Da bin ich dann. Alles klar? Aber so, ich hab gesagt, ich mach keine krummen Dinger, ey. Jetzt pass mal auf. Entweder du machst, was ich dir sage, oder du schiebst dir sofort die 7 Millionen rüber. Ist das klar? So. Jetzt komm. Gehen wir erstmal lecker was essen. Dann sieht die Welt schon wieder ganz anders aus. Soll ich ja wohl besser dich fragen. Hast du hier etwa auch zu tun, oder was? Nee, aber du, ne? Du spionierst mir ja schon wieder nach. Eddie, das geht dich ja nichts an. Und ob mich das was angeht. Also wenn du dich hier abseilen willst, ja, dann will ich wenigstens wissen, warum. Und überhaupt, Eddie, vielleicht spioniere ich dir ja nach, aber deine Heimlichtuerei, ja, mit dieser Heimlichtuerei da... Was? Hab ich dich hintergangen, oder was? Ja, schon irgendwie. Das ist nicht so, wie du denkst. Sondern wie? Ich bin nur für ein paar Tage hier. So? Und was soll das Ganze? Das kann ich dir nicht so auf die Schnelle erklären. Du, ich hab Zeit. Den ganzen Tag. Eddie, hau jetzt ab! Ja, hallo, Herr Justov. Hey, Julia. Julia? Ja? Verstehe. War gar nicht leer. Ja. Julia. Julia, nichts überstürzen. Bleiben Sie an der Sache dran. Aber bitte seien Sie vorsichtig. Ich gehe jetzt eben in die Buchhaltung. Kommen Sie rauf und gehen einfach rein, ja?
Hat sich was getan? Julia? Ist das nicht in Ordnung? Ich habe einen Fehler gemacht. Was heißt das? Was haben Sie denn? Ist schon alles in Ordnung. Also das mit dem LKW war in Ordnung? Ja. Also hören Sie, Julia, wenn es sein muss, dann können wir auch runtergehen und die Sache klären. Nein, das ist nicht nötig. Das ist mein Fehler. Abfahrt, Inspektion, ja? Weißt du, wo das ist? Ja, ist klar. Gut, dass ich dich treffe, Kaczynski. Sag, Chefin, wie sieht's aus? Was hast du bei Justov gemacht? Ja, was ist jetzt auf einmal los? Ich will wissen, wo du die Sachen von Justov hingefahren hast und für wen! Hey, spinnst du oder was? Wie redest du mit ihm? Bist du hingefallen? Du hältst dich da raus, Eddie, ja? Ich hab's heute besucht. Sie arbeitet in einer anderen Firma. Vielleicht so ihre Art und Weise, uns neue Aufträge an Land zu holen. Aber ich habe eher das Gefühl, dass sie die Fronten wechseln will. Frag ihn doch mal, wie der Laden heißt, wo ich heimlich arbeite, hä? Eddie, sag du es ihm. Wie heißt der Laden? Justov, ist da vorne im Gewerbegebiet. Er weiß, wo das ist. Du weißt es doch, oder? Also, wo hast du den LKW hingefahren? Hey, jetzt mal schön langsam. Ja, was wolltest du überhaupt da? Ich arbeite da im Lager von Justov, weil er Hilfe braucht, weil er von Dimo Betrügern umgeben wird. Deshalb arbeite ich da. Ach so, und da ist er ausgerechnet auf deine Hilfe angewiesen, ja? Ja, ausgerechnet meine Hilfe, aber das ist jetzt auch völlig egal. So, was ist denn wichtig? Kaczynski, sag du es ihm. Ja, Gott nochmal, ich habe einem alten Kumpel einen Gefallen getan, einen Wagen zur Inspektion gefahren. Ja und? Falsch, du hast Ware bei Justov gestohlen. Also, Herr Kaczynski. Stimmt das? Sag mal, habt ihr jetzt alle ein Rad ab? Wo soll ich wissen, was auf dem Wagen drauf ist? Ja und? Weiter. Ich hab Schulden bei dem Typen. Da tut man sich doch mal einen Gefallen, oder nicht? So, und das ist das Ende von Lied. Der eine spioniert mir nach und der andere bestiehlt den besten Freund meines Vaters. Kaczynski, es ist mir scheißegal, was du in deiner Freizeit machst. Aber du hast mich damit reingezogen. Du hast mich zum Mitwisser gemacht. Und das ist mir nicht egal. Kapiert? Ob du das kapiert hast? Ich gehe. Sieht richtig klasse aus, die Frau, wenn sie wütend ist, hä? Ey, hör mal, Kaczynski, das war ja wohl gerade Oberscheiße von dir, ja? Gerade in dieser kritischen Auftragssituation fallen Sie Frau Hensmann in den Rücken. Tja. Verstehst du, der Typ hat mich total über den Tisch gezogen. Ey, Mensch, Kaczynski, das bricht mir das Herz. 7000 Mücken. Aber jetzt ist Schicht. Jetzt lass ich mir was einfallen. Da bin ich ja mal gespannt. Notfalls mit Gewalt. Du Alter, wenn der Typ so aussieht, wie du mir das beschrieben hast, dann will ich das mal schön sein lassen. Du hast trockene Luft hier, ich brauche ein Bier. Ey, du brauchst kein Bier, du brauchst, dass das geregelt wird.
Was willst du denn regeln? Du hast noch nie was geregelt gekriegt. Ey, vertrau mir, ja? Wenn man in der Scheiße sitzt, da bin ich Spezialist. Ich meine natürlich dafür, dass man da wieder rauskommt. Wir müssen erst den richtigen Mann finden. Richtiger Mann? Wer ist da der richtige Mann? Ja, einer, mit dem man arbeiten kann. Ey, überlass das mal mir, ja? Zum Beispiel der da, ja? Der mit der Schaufel. Der hat doch nicht einmal hochgeguckt. Der legt die Schaufel da erst weg, wenn er tot ist. Oder der da, der mit dem Hammer, mit der gebügelten Hose, der will Polier werden. Und der da mit dem Sahnehäubchen auf dem Kopf? Was? Bist du bescheuert? Das ist doch der Vorarbeiter hier. Das ist unser Mann. Tja, ja. Du, ich hab da ein Problem. Ich hab gesehen, ihr habt da ein paar Kloschüsseln, ja? Ich könnte da ein paar gebrauchen. Wie viel? Du, so 50 Stück. Lässt sich machen. Lässt sich machen? Ja, wunderbar. Ich bringe es mit der Eddie. Und wie heißt du? Sigi. Sigi. Du, Kaczynski, komm mal her. Sigi, Kaczynski. Du, der Sigi kann uns ein paar Kloschüsseln besorgen. Wann brauchen wir die? Morgen früh, ne? Morgen früh. Hä? Spätestens. Ja. Geht das? Lässt sich machen. Ja, wunderbar. Ja. Bleib so. Jetzt. Von mir aus können Sie jetzt Frühstück machen. Hier. Das haben Sie aber sauber hingekriegt. Wissen Sie, Julia, ich habe mir in den letzten Tagen so meine Gedanken gemacht. Ich finde, irgendwie sind Sie und die beiden Jungs ein ganz großartiges Team. Und ich könnte mir vorstellen, Sie
an meinem Geschäft zu beteiligen. Kommen Sie alle drei zu mir. Was halten Sie davon? Das ist ein verdammt gutes Angebot. Tag. 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 Der Herr Justov hat uns gerade ein gutes Angebot gemacht. Was denn für ein Angebot? Wir können in seine Firma einsteigen. Echt? Das ist ja das beste Angebot, das ich je bekommen habe. Aber über die Modalitäten können wir reden. Naja, aber ich glaube, wir probieren es erstmal alleine. Jedenfalls zu dritt. Das ist nichts gegen Sie persönlich, Herr Justov. Trotzdem, war meine Freude. Schade, gute Leute sind schwer zu finden. Vielen Dank auf jeden Fall. Tschüss, Herr Justov. Danke. Ich hab zu danken. Machen Sie es gut. Life should be so.